Gerüstet für den Ernstfall ist dieser Feuerwehrmann, der mit Schutzanzug und Atemschutzgerät zum Beispiel bei einem Giftalarm zum Einsatz kommt. Der Umgang mit Atemschutzgeräten und ihre Pflege ist nur einer der Ausbildungsschwerpunkte in Niederwärm. Hinzu kommt die Maschinisten- und Funkausbildung. Diese wird von 3 Inspektoren an den Wochenenden und unter der Woche abends durchgeführt, denn die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gehen tagsüber ganz normalen Berufen nach. Offensichtlich wird hier gute Arbeit geleistet, denn wie Kreisbrandrat Georg Vollmuth ein wenig stolz berichtet, werden die ausgebildeten Feuerwehrleute, die von hier nach Würzburg gehen, den Anforderungen dort mehr als gerecht. Auch Landrat Harald Leiterer schätzt den selbstlosen Einsatz der hier ehrenamtlich Tätigen. Da muss ich auch sagen, es reicht ja nicht, hier ein Haus hinzustellen, die Ausrüstung, sondern wir haben auch ganz tolle Feuerwehrleute, die hier dann auch nahezu wöchentlich an den Wochenenden die Lehrgänge durchführen. Die ortsnahe Ausbildungsstätte hat noch weitere Vorteile. Für die Gemeinden bedeutet es geringere Kosten, weil sie nicht in die Feuerwehrschulen fahren müssen, die Feuerwehrleute, sondern das hier bei Niederwärm erledigen können. Übrigens gibt es nicht nur männliche Auszubildende. Rund 500 junge Frauen nehmen hier augenblicklich an den Fortbildungen teil. Eine Tatsache, die auch die Europaabgeordnete Dr. Anja Weisgerber schätzt. Ich denke, dass es wirklich eine gute Möglichkeit ist, auch für junge Frauen aktiv zu sein, ehrenamtlich aktiv zu sein. Ich habe von den jungen Leuten erfahren, dass es wirklich eine eingeschworene Truppe ist, dass man das gerne macht, dass es eine sportliche Betätigung auch gleichzeitig ist und dass man dadurch auch natürlich seinen Beitrag leistet für die Sicherheit auch in der Gemeinde und im gesamten Landkreis. Und ich könnte mir das durchaus auch vorstellen und finde es gut, wenn es junge Frauen gibt, die in die Feuerwehr gehen und sich auch daran beteiligen. Doch das war nicht der einzige Grund für den Besuch der Abgeordneten. Das Feuerwehrausbildungszentrum hier in Niederwärm ist einmalig in ganz Unterfranken. Ich bin für ganz Unterfranken zuständig und komme aus dem Landkreis Schweinfurt. Und deswegen wollte ich auch mit dem heutigen Besuch ein Zeichen setzen, auch für das Ehrenamt. Und habe mich einfach auch mal informiert über die Art und Weise, wie hier unterrichtet wird. Und ich bin sehr positiv angetan von diesem Besuch. Finanziert wird das Feuerwehrausbildungszentrum in Niederwärm aus Kreismitteln. Lediglich für Baumaßnahmen gab es Zuschüsse vom Freistaat.